Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Chris Thomas. Meine Firma ist Milton Contact Limited. Und dies ist ein Teil aus meiner Reihe über das soziale, das Geschäfts-Internet-Netzwerk LinkedIn. Heute möchte ich über Gruppen reden. Wir haben schon eine Einleitung gehabt. Wir haben darüber geredet, wie Sie Ihr Profil bekommen. Und dann, wie Sie zuerst mal Kontakte finden können. Heute möchte ich über Gruppen reden. Ich muss sagen, bis vor kurzem hatte ich auch LinkedIn einfach nur dazu benutzt, um Kontakte zu finden und mit denen, wie mit jedem anderen Internetnetzwerk, einfach in Verbindung zu bleiben. Bis mich ein Kollege von mir, Richard Wishart vom Delivery Management, darauf aufmerksam gemacht hat, wie wichtig und wie wertvoll Gruppen sind als Werkzeug. Sie gehen also zu Ihrer Internetseite, LinkedIn-Internetseite, nachdem Sie sich dort eingeloggt haben. Und dann auf der oberen Suchleiste gibt es die Möglichkeit, nach Personen zu suchen. Und wenn Sie dort auf den kleinen Pfeil drücken, dann sehen Sie, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Und darunter nicht nur Firmen, sondern auch Gruppen. Ich würde vorschlagen, Sie machen das mal für Ihren Firmenbereich oder Ihren Interessenbereich. Zum Beispiel, ich habe mit einigen deutschen Zahntechnikern zusammengearbeitet und ihnen bei der Vermarktung in Großbritannien geholfen. Und da habe ich dann einfach interesseweise nur nach Dentists gesucht, englische Zahnärzte. Und was finde ich da? Ein Netzwerk für den Zahnarztbereich, da gibt es übrigens sehr viele Netzwerke, aber eins mit über 1800 Mitgliedern. Ich habe selbst eine Gruppe erstellt, die Anglo-German Business Network, die Sie auch besuchen können. Suchen Sie also nach Gruppen in Ihrem Interessenbereich und es gibt dann oft zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn Sie beitreten möchten, geschieht dies automatisch oder öfters bedarf es, dass jemand Ihren Eintrag begutachtet und Ihren Zutritt dann genehmigt. Aber in den meisten Fällen ist es recht einfach und Leute sind einfach froh darüber, dass Leute in ihren Gruppen eintreten können. Schauen Sie also in Ihrem Fachbereich nach einer Gruppe und treten Sie einer Gruppe bei. Sie werden dann sehen, wie viele Mitglieder da sind und auch, was für Interessen diese bestimmte Gruppe vielleicht hat, indem Sie die Diskussionen folgen können. Sie können nicht nur online daran teilnehmen und selber Ihre Kommentare und Ihre eigenen Nachrichten und auch Antworten auf andere Fragen der Experten in diesem Bereich eingeben. Sie können diese auch einfach durch Ihre E-Mail erhalten. Sie können sie durch Ihre E-Mail erhalten. Und da sind Sie also ständig auf dem Laufenden gehalten, was in einem bestimmten Bereich geschieht. Wenn Sie auf meinem Profil schauen, das ist Chris Thomas Milton Contact, da werden Sie sehen, dass ich schon bei 5 oder 6 Gruppen Mitglied bin. Eine davon ist zum Beispiel für Verleger und Autoren. Und das ist eine sehr rege Gruppe. Also, das nächste Mal, wenn Sie bei LinkedIn hineinschauen, schauen Sie auf Gruppen und suchen Sie eine Gruppe, die für Sie passt oder die für Sie Ihre Kenntnisse erweitern kann. Und natürlich, Sie sehen dann auch, wer in dieser Gruppe tätig ist und haben dann auch die Möglichkeit, diese Personen zu Ihrem Netzwerk einzuladen. Also, ich fasse zusammen. In LinkedIn gibt es einen sehr nützlichen Teil, der sich Gruppen nennt, wo Sie entweder bei einer Gruppe beitreten können oder selber sogar eine Gruppe starten können. Sie haben dort die Möglichkeit, einfach Nachrichten auszutauschen oder Informationen zu gelangen und auch neue Kontakte zu knüpfen. Das nächste Gespräch wird über Events oder Veranstaltungen sein. Bis dann, auf Wiedersehen.